Demonetization incoming! Und damit guten Tag Leute, Leo hier mit einem neuen Part des Outlast 2 Let's Plays. Wir waren ja essentiell in der Schule. Daher hat eine Lehrerin einen etwas schlechteren Tag gehabt. Ja, basically. Gut. Dann gehen wir ab nach oben. Was ist mein Auftrag? Okay, gehe zur Kapelle. Ne? Machen wir das so einfach mal. Ah, hier schon wieder ein Zettel. Boah. Ich weiß nicht, Leute. Ich kann es nur wiederholen, schreibt es mir in die Kommentare, aber das sind so lange Zettel. Ich glaube, die sind ein ganz kleines bisschen Watchflow-brechend, sage ich jetzt mal ganz dumm. Ich musste mich jetzt extra dafür nochmal heilen, also eine Scheiße. Ich hätte mich wahrscheinlich... Nein, hätte ich nicht. Ich bin ja runtergerutscht. Ja gut, scheiß Leben aber auch. Ah, ich sehe was glühen. Mama, Frau Carsten hat gesagt, ich darf nicht sagen, was sie machen werden, aber sie hat nicht gesagt, dass ich schreiben darf. Bitte lass sie mich töten. Ich liebe dich. Und Papi? What? Oh, ich höre Gesinge. Also, ich muss hin. Ja, ich muss dahin, aber begrenzt. Okay, das war unser Cue, etwas zu suchen, auf was wir draufklettern können. Man kann mir auch so einen Wagen hinstellen und ich merke es trotzdem nicht, dass es der ist. Was? Ich finde es schön, dass wir ständig nach hinten gucken können. Das macht Vertrauen. So, schon wieder eine Frau. Ich gehe stark. Ah, hier sind wir. Schaut, da ist die Brücke, worüber wir nicht konnten. Ich werde jetzt mal meinen, aber ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass diese Frau uns nicht töten wird. Insgesamt haben wir halt bisher nur eine Frau, die uns töten will, und das ist dieses komische Monster mit der Ultra-Axt. Was aber wiederum nicht heißt, dass wir scharf auf dem Encounter sind. Ja, wer weiß, vielleicht waren das jetzt nur ein paar Zufälle. Ach, scheiße auch, ist ja ein Spiel. Ist kein Zufall, aber ihr wisst schon, was ich meine. Hier ist halt überall theoretisch was, wo man noch anschauen kann, was Sache ist. Ah. Bandages, nice. Den Zettel, der hat mich jetzt nicht so gefreut. Ah, geil! Man kann sich theoretisch die Bibel zusammen, also deren Bibel zusammenpacken, wenn man das denn lesen würde. Muss ich mal schauen, wenn das wirklich... Also es sind halt wirklich komplette Seiten. Was erstens geil ist, dass sie sich überhaupt die Mühe gegeben haben, das so ins Spiel einzubauen. Was aber auch wiederum fürs Let's Play... Ich appreciate, dass fully, dass hier wirklich Leute versucht haben, ordentlich Immersion aufzubringen und auch die Dinge, die sie quasi, wie zum Beispiel in diese Religion in diesem Spiel darzustellen, versuchen, dass die halt wirklich Tiefe in diese Religion reinbringen wollen. Unter anderem mit einem wirklichen Evangelium. Aber fürs Let's Play. Gut, das müssen wir schieben. Ach, jetzt sind wir hier. Hold on. Da kommen wir doch von da. Überall Türen, die man noch aufmachen kann. Ah, nein. Überall Türen, die verschlossen sind. Muss mich korrigieren. Ich guck da mal eben hier, was Sache ist. Na. War ein Versteck? War ein Versteck, ne? Ja. Ja. Dann müssen wir den Wagen schieben. Okay. Ich würde darauf wetten, jemand kommt von dem, wenn ich das mache. Geht. Scheiße. Oh, sehr nice. Der ist ja gerade so durchgeslidet. Jetzt ist die Frage, ob die mich hier noch findet.
komm schon. Okay. Wenn sie mich nicht haben will, ab rüber. Ah! Da haben wir sie ganz gut outrunnt, würde ich behaupten. Die ist mir wahrscheinlich so um die Ecke nachgefolgt, sage ich jetzt mal. Hier ist eine Tür. Mache ich auf, weil nämlich auch die Tür aufmache. Auch Türschließer. Ich habe ganz viele Spitznamen. Ah, ich sehe nichts. Boah, fucking hell. Also ohne diese Kamera sieht man wirklich nichts. Ah, ein umgedrehtes Kreuz. Vertrauenserregend. Ja, nice. Batterie nehme ich gerne. Oh, fuck. Geil. Ah, das appreciaten wir mal kurz für einen Moment. Ey, das ist schon cool gemacht. Also generell halt auch. Also ich habe, das ist schon, also diese Atmosphäre. Also ich bin extrem großer Freund von geil gemachter Atmosphäre und bisher überzeugt die recht gut. Ich werde nicht lügen, es könnte ein Ticken gruseliger sein, beziehungsweise diese komischen einfach nur, ach scheiße, können wir da gar nicht hoch. Okay, die Tür ist zu, sonst würde da nicht so ein Abzweig sein. Also diese komischen Verfolgungsjacken fand ich nicht so geil, die ist zu. Scheiße. Ich schau mal eben, was da hinten ist. Kleiner Schnitt. War vollkommen richtig, dass wir hier waren. Zwei Gräber und so ein Zettel. Back to church. Gehen wir jetzt auch wirklich rein. Also ist schon geil gemacht, gerade dieser Moment. Der hat mir gefallen. Wie gesagt, aber erstmal rein hier. Gute Stube. Falls man das überhaupt gut nennen kann. Ach du Scheiße, was ist das? Was ist das? Irgendwas Handgeschriebenes. Okay, nice. Oh, er ist auch einfach auf... Ja. Wir schauen mal kurz in die... Ah, wir können uns in der Beichte verstecken. Ha, cool. Mary. Not. Judas. Ah, interesting. Judas hat ja Jesus verraten, deswegen steht da wahrscheinlich Judas drauf. The father. I'm not anybody's father. I just... Kill me! You have to kill me! Noth is coming back with Mary. He'll hurt her and I'll talk. If you kill me, he won't have reason to hurt her. Please! Okay. Da kommt jemand. Ich wollte gerade nur aus der Kirche rausgehen. Da habe ich jemanden gehört. We found her, Lisa. Time to flee amongst the skull. Not the actions of a woman unburdened by an immaculate conscience. Mary. Oh, God. Answer your yoke, mate, honey. He can't see you. It's me, Josiah. Please, tell him I don't... Let her go. Oh, God, Mary, I'm sorry. I didn't want... God hates vanity. So do I. The outsider woman has this world's destruction in her womb. But Val and his apostate stole away the unborn enemy. The fiend's father has escaped. She will bear her filth a yield before dawn. We have only these few hours to find her and kill her and save this paradise from hell everlasting. Where is she? Where did Val take her? I can't. This is for you, Josiah. Make the woman scream. Where's the woman? The womb that harbors the Antichrist! No! No! Strengthen the rebellious angel! That's why I have no fear! Strengthen the rebellious angel! I have no fear! Strength! Enemy of my enemy! Enemy of my
Josiah to make it stop. God ain't got ears for simple laws. Stop! Oh, God, please! Where is the woman? Where are you now, Kate? Stop! Stop! I'll tell you! I'm sorry, Mary. I'm so sorry. Where is the woman? The mines! Up the mountain. Val has her in the mines. You'll never get her back. Not before the birth. We are the hands of the Lord. We cannot fail. The world dies screaming. Thank you, Jesus. Your God and all the Americans. Give the woman back. Huh. Oh. 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 Demonetization incoming. Ich werde es nicht zensieren. Ich finde Dinge zu zensieren richtig scheiße. Das Spiel ist halt so, wie es ist. Sag ich jetzt mal. Also, ich meine, wenn man es ja so sieht, Herrgott, es ist eine Brust einer Frau. Wir wollen jetzt mal nicht anfangen rumzuheulen. Meine Güte. Aber ja, mal gucken, wie das Video durchkommt. Also generell auch schon, die ersten zwei Parts waren einfach instant demonetarisiert. Fucking hell, die haben auch einfach weitergezogen. Waren instant demonetarisiert, aber ganz ehrlich, ich mache eh kaum Geld mit YouTube oder euer Scheiß drauf. Ich kann euch dann hier eine ganz nice Atmosphäre, beziehungsweise halt, ich kann es euch einfach so zeigen, wie es ist, das Spiel. Das ist eigentlich, also natürlich, ich will mehr Views, ganz klar, jeder YouTuber will mehr Views, aber ganz ehrlich, klein zu sein hat auch seine Vorteile, und zwar, dass ich sowas einfach machen kann, ohne Probleme. Ich würde darauf wetten, dass ein PewDiePie, Leute, das wird 50 mal zensiert werden. Oder auch bei anderen großen YouTubern eventuell. Wie dem auch sei. Scheiße. Wir wissen, wo die Frau ist. Und scheiße, ich weiß gerade nicht, wo ich hin will. Doch, geradeaus. Das Tor war doch gerade noch nicht offen. Ja klar, sind auf dem richtigen Weg. Nice. Muss ich wieder einen Wagen schieben? Bitte nicht. Gut, auf einen da. Bam, reicht. Bock auf. So. Nix, okay. Warenhaus. Kann ich mitleben. Nicht überall muss was sein. Aber wir müssen in die Minen. Quasi wurde uns auch selber gesagt, was Sache ist. Also ab in die Minen, würde ich mal behaupten. Wo auch immer die Minen sind. Hört sich nicht einladend an, muss ich zugeben. Okay, wir können nicht mehr zurück. Kurz auf die Uhr gucken. Ich sehe nichts. Sorry. Okay, gehen wir einfach komplett außen rum. Ja, doch, hier müssen wir rüberklettern. Nein? Verdammt! Okay, ich bin einfach nur dumm. Ich habe das Loch übersehen. Gut, hier können wir uns wieder verstecken. Ich guck gerade auf die Uhr. Ich würde ehrlich gesagt sagen, ich mache jetzt noch die Tür offen. Ich glaube, ich beende den Part, weil es ist jetzt ganz gut. Wir haben jetzt quasi ein größeres Kapitel abgeschlossen. Und ich wollte jetzt mich eigentlich unter das Bett legen für diesen... Ja, Leute, ich würde behaupten, wir sehen uns im nächsten Part. Vielen herzlichen Dank fürs Anschauen. Ich bin raus. Haut rein.